Den nächsten Part. Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von The The Fallout 4. Genau, das wollte ich sagen. Das und nichts anderes. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg. Mehr oder weniger zu unserem Country Crossing. Und da müssen wir jetzt hier die Straße entlanglaufen. Bis zur nächsten Abzweigung und dann links. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ohne, dass es uns sämtliche... Arm und Bein zerra... Dogmeat, du Wahnsinniger. Wie blöd ist der Hund? Wieso treffe ich den nicht? Weißt du, warte, machen wir mal kurz eben anders. Ich lade mal ganz kurz eben neu. Ich lasse jetzt den Köter nicht dahin rennen. Wo kommen wir denn dahin? Scheiße. Na komm. Okay, nachladen, abwarten, weil der kommt gleich garantiert hier lang. Wie viel Schuss haben wir für die andere? Genauso viel, da können wir auch genauso gut hier warten. Und dann mal ganz kurz eben warmes Zäppchen verabreichen. Das war schlapp. Ich überlege gerade, ob ich jetzt überhaupt mal kurz dahin gehen soll oder ich lasse sie jetzt einfach da vergammeln. Das ist, glaube ich, die bessere Idee. Denn tatsächlicherweise möchte ich die eigentlich gerne hier weitestgehend umlaufen. Aber der steht da hinten nicht, ist auch gerade so schön praktisch. Da läuft der vierte. Die Frage ist jetzt, wie viele können das noch sein? Mal kurz eben schon mal nachladen hier. Der bleibt doch schon auch irgendwann mal stehen.
Der hat leider nicht gefruchtet. Ärgerlich, ärgerlich. Mal ein bisschen gucken, dass ich jetzt hier ein bisschen wieder vernünftig ein Bild drin setze. Du hässliches Stück Scheiße! Nein. So. Davon aber funktioniert. Problem ist nur, hier werden noch ein paar mehr sein. Es wird mir auch noch fröhlich angezeigt. Ich weiß noch nicht genau, ob es heute A geben wird. Wahrscheinlich eher nicht. Und einen Giganotor werde ich garantiert nicht zähmen. Weder heute, noch später, noch überhaupt irgendwann mal. Komm her. Ich weiß doch, was du brauchst. Chance vertan. So, einer weniger. Ja, vielleicht ja doch, ich weiß es ja noch nicht genau. Meine Güte, ich muss mal gucken. Ich weiß es ja nicht. Vom Dach immer, oder? Ist der wieder runtergekommen? Ich weiß noch nicht, ob ich näher rangehen soll, oder ich könnte ja eigentlich auch noch mal ein bisschen das Gebiet. Ein bisschen weiter umlaufen hier. Dann vielleicht von der anderen Seite reinlaufen. Ich würde das jetzt schon gerne mal hier untersuchen, ob da noch irgendwo was ist. Bevor ich da reinrenne und stelle fest, oh, ups, da sind ja noch Hunderte. Hüstegel. Das finde ich halt nicht so geil. Ich glaube aber, das sind ja viel, was hier noch so im am Rumlungern ist. Ich sollte nur aufpassen, dass ich nicht irgendwo hier in eine Mine reinlatsche. Das kann ich ja gut.
glaube, wir müssen hier rein. So wahnwitzig mir das jetzt auch erscheint. Tritt nicht um meinen Hund! Du spinnst! Fuck, wo ist der nächste? Blöde Geräusche. Was ist das? Genug spielen! Zeit für Sterben! Ups! Brennt mein Hund? Ich hab einen Hotdog! Wie schön! Naja, mehr oder weniger schön. Toll, 3 Stück an der Zahl. Das ist natürlich total wieder fair. Ach du Heidja! Du bist häslich! Geh mal weg! Okay, da waren es nur noch 4. Alter, wo nehmt ihr die ganzen Mollys her? Ich glaube, es geht los hier. Ja, das ist gut gelaufen. Scheiße. Oh Mann, ey. Naja, mit anderen Worten. Arschlecken, wir gehen da jetzt schon rein. Von wegen. Wie groß ist denn das noch? Und vor allen Dingen, von wo kommen die denn überall noch angebimmelt? Ich hab da schon 5 Stück jetzt raussortiert, glaube ich, oder? So um den Dreh müsste da doch eigentlich hinkommen. Ist das einer? Jawohl, ja. Den kriegen wir doch da schon mal weggeräumt. Wo wieder ein voller Griff in die Senke. Alter, sind die widerlich. Oh ja, mit der ist bestimmt eine total gute Idee, vor allem auf Entfernung. Da werde ich bestimmt alles treffen. Vollidiot. Knallt er den scheiß Molotow genau vor dem Laternenfall vor sich und geht selbst drauf. Ja! Er hieß wohl Kevin. So. Das waren jetzt 200 plus ein so ein Molly-Schmeißer. Das heißt, einen haben wir noch. Der ist im Haus. Ich befürchte aber irgendwie, dass es nicht der letzte sein wird. Eins Hund. Zwei Hund. Ist bestimmt noch irgendeiner on Tour. Raket? Was? huch. Ich bin gerade ein bisschen Maximus Phalus. Ich hätte speichern sollen nach den ersten 2. Von wo hat denn der jetzt die Kackgranate geschmissen?
Bist du Freund? Hauptsache, hier steht mal eine Power-Rüstung rum. Kann ich da einsteigen? Oh, wir haben keine Energie, das ist natürlich schlecht. Aber es gibt doch bestimmt noch ein bisschen Deckung, oder? Boah, den treffe ich da einfach nicht vernünftig hier. Total blöde. Das war auch wieder super. Ich glaube, ich sollte hier mal aussteigen. Ich glaube, das bringt gerade noch nichts. Ohne Saft funktioniert das Ding nicht. Gott, wieso schieße ich denn daneben? Okay. Ist heute nicht mein Tag, glaube ich. Ich glaube, das wird auch 2 Folgen nur werden und dann ist erstmal Sende. So. Stehe ich wieder hinten, habe die Power-Rüstung natürlich noch nicht, weil ich natürlich nicht gespeichert habe, weil er das nicht übernommen hat. Warum auch immer er das nicht übernommen hat, da habe ich keine Ahnung. Ich war mir jetzt gerade ziemlich sicher, dass ich eigentlich auf Speichern gedrückt habe. Offensichtlich doch nicht. Kann man das Ding hier irgendwie aufmachen? Oh toll! Ja, was hast du denn gefunden? Dass da hinten Gegner sind, das ist mir auch schon aufgefallen. Dankeschön. Wird mir das jetzt auf der Karte angezeigt, dass hier eine steht? Nee, ne? Das ist schlecht. Warum nicht? Woher kam diese blöde Rakete, ey? Ich speichere mal kurz eben noch. Man nicht nur als Schnellsprecher, sondern als normaler. Da ist eine Coca-Cola. Die will ich haben. Komme ich jetzt an den Typen da hinten dran? Na, vielleicht. Eigentlich sollten die doch jetzt aufgeben. Die Hunde sind auch nicht raus. Also speichern, sobald das Ding. Wobei, ich kann auch jetzt schon mal einmal. Ich habe ja einmal normal gespeichert. Kommt da was? Kommt da was? Da kommt nichts. Gott, dann dreht er sich im letzten Moment auch noch um.
Zum Glück haben wir ja total keine Munitionsknappheit, sodass wir einfach mal die ganze Zeit daneben schießen können. Wieso lebt der noch? Schon besser. Fletsch mich nicht so an. Hallo. Danke. So. Ich sehe immer noch Vorsicht. Ich frage mich gerade nur. Vor was? Da unten ist der irgendwo. Irgendwo in dem Häuschen. Und ich glaube, aus dem Häuschen kam auch die Rakete rausgewetzt. Also nicht so die geilste Idee, da jetzt vielleicht hinzurennen. Oder vielleicht gerade eben deswegen. Zu Heimvorteil und so. Vielleicht sollte ich mich auch nicht direkt in das radioaktiv verseuchte Fass stellen. Wäre ja auch mal eine Option. Scheiße! Nee, keiner da. Die Granate ist von ganz alleine hochgegangen. Was war das? Blöde Geräusche. Also jetzt bald dürfte ich eigentlich mal rum sein hier. Toll, dieser Suchscheinwerfer. Ich mach den mal aus. So. Ist hier noch irgendwo eine Mine? Wahrscheinlich. Ich glaube, jetzt langsam muss ich hier echt rein. Wo ist denn der? Wo kommt denn der jetzt schon wieder her, der Suchschein? Ach, da. Dunkel wäre das echt mies. Vor allem, was haben die, seit wann können Supermutanten... die Supermutanten, ja, das sind die, ne? Die mit den... Nein, scheiße! Wie gesagt, ich sehe die Dinger einfach nicht. Da denkst du dir einfach mal, ach, läufst du mal ganz gemütlich hier durch die Gegend, hier liegt bestimmt nichts mehr. Hm? Rabimmel, rabammel, rabum. So, mal ganz kurz eben speichern. Da, die habe ich jetzt gesehen. Ist aber auch was anderes. Okay, was hätte der hochgejagt? Beziehungsweise, was hätte der aktiviert? Okay, Gegenfrage, will ich das überhaupt wissen, was der aktiviert hätte? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, knacken wir das Ding mal eben. Oh, okay, das hat besser geklappt als gedacht. Ich werde nochmal bescheuert mit den ganzen Fallen. Ist doch ein MK-Geschütz, oder? Ich meine, hier wäre eins gewesen. Das ist auch das, was hier die ganze Zeit so lieb und unaufdringlich piepst. Ey, wo?
10-0 fallen. Machst du wieder Klick und hier kommt irgendwo ein Granatensymbol? Wahrscheinlich. Sehe ich wahrscheinlich wieder erst zu spät. Verbessertes Schloss, das war wieder eine Haarklammer. Oh. Geht doch. Ja. Oh ja, das, was ist eine Gamma-Patrone? Ist mir neu. Auf jeden Fall hat sich der Safe gelohnt. Das ist schon mal klar. Ja, Hund, was hast denn du gefunden? Ach, nee. War das jetzt gerade echt ernsthaft, diese blöde Badezimmerwaage, die einen Auslöser hatte? Wie fies ist denn ditte? Da muss erstmal drauf kommen. Ich trage übrigens zu viel und kann deswegen auch nicht schnell reisen. Ich sollte mal irgendwie ein bisschen was wegschmeißen und dann erstmal ganz kurz eben nach Hause ein bisschen was aussortieren. Das Gammler-Outfit. Warum habe ich ein Gammler-Outfit dabei? Das wiegt einfach mal 10. Weg da. Warum habe ich das jetzt angezogen? Bin ich total bescheuert? Ablegen. Jetzt soll es ja eigentlich wieder gehen mit dem Schnelllaufen. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Ja, weniger als mehr. Ah, okay. Wahrscheinlich, weil mir gerade irgendwas mit Taschen fehlt. So, so geht's auch. Einmal schnell. Wahrscheinlich kann ich jetzt wieder nicht, weil Gegner in der Nähe sind. Ich geh mal kurz eben dahin nach Sanctuary. Ah doch, es geht sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, passt das auch gerade mal ganz gut. Dann machen wir mal ein kleines Päuschen. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.